Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Video, aber als allererstes begrüße ich ganz herzlich den Gefährten. Hallo Gefährtin und hallo liebe Zuschauer zur Folge 36 zum Bau einer Lego Star Wars Turin-Fabrik auf Falpori. Zuerst bedanken wir uns für das letzte Video. Das war unglaublich von den Aufrufen her. Dankeschön. Sehr cool, dass es so viele noch immer gefällt, obwohl wir schon so lange daran bauen. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Hauptsächlich an der Fabrik weitergearbeitet. Oder besser gesagt, wir haben jetzt mal angefangen, daran zu bauen. Das Highlight war wahrscheinlich das erste Förderband mit einer Presse. Auch da soll es dann diese Woche weitergehen. Wir haben schon einige Ideen. Ihr könnt sehen, wir haben hier schon bisschen drumherum gebaut und ja, genau, das wird dieses Mal dann passieren. Was auch schon gebaut wurde, ist der Aufzug. Auch da gab es sehr viel Anregungen, Ideen. Also mal sehen, ob wir diese Folge jetzt noch was daran ändern oder erst nächstes Mal. Aber Dankeschön fürs Feedback und natürlich auch hier die Waffenproduktion mit den Anlagen. Und rechts ist diese große Lücke und das werden wir jetzt alles allererstes machen, nämlich diese mit einer Wand füllen. Und damit steht schon diese Wand, das ist immer ganz einfach. Hier ist einfach ein Turm von Bricks mit Brick Modifieds und dann kommen die Plates dagegen. Das haben wir auch ganz vorne am Berg gebaut, also mit dieser Technik, falls ihr euch erinnern könnt. Ja, genau wie hier, habe ich auch hier ein paar Anlagen gemacht. Das soll einfach wissen, dass dieser Berg hier nicht nur aus Berg steht, sondern auch einfach ein bisschen Technik drin verbaut ist. Es ist ja eine Fabrik und in einer Fabrik laufen überall Rohren und andere Anlagen. Und ja, hier habe ich auch ein bisschen was anderes gemacht als hier, einfach um diese Höhe hier auszunutzen, dass auch hier entlang einfach noch so eine schöne Linie ist und gerade, dass diese Rohren von hier unten nach hier oben laufen mit so zwei Zwischenstationen. Also wir haben wirklich hier mit verschiedensten Teilen gearbeitet, um eben diesen Fabrikcharme umzusetzen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Berg und das machen wir jetzt alles in einem schönen YouTube-Livestream. Also an alle, die das nicht wissen, wir streamen auch ab und zu, wo wir live das Mock bauen und sowas machen wir mal gerne im Stream. Also seht ihr nachher den Fortschritt, aber es kam noch sogar was angefertigt. Ja, weil ich habe ja mal angefangen hier mit meinem coolen Pfeiler, der so halbwegs fertig ist, aber bedenkt, der wird ja irgendwann noch so hoch, dass das hier gleichmäßig verteilt ist. Aber uns haben ja einige Teile gefehlt und deswegen haben wir bei Bricklink bestellt und diese Bestellung kam jetzt an. Ja, und so sieht bei uns so eine typische Bricklink-Bestellung aus. Ihr seht, manchmal kommt da ganz viel zusammen. Das ist aber ganz üblich. Wir bestellen eigentlich ganz viele Bergteile eben für den normalen Berg. Es sind aber auch einige andere Teile dabei. Entweder wenn wir was Neues ausprobieren möchten oder mit ein paar Dekorationen arbeiten möchten. Aber uns ging es diesmal vor allem um diese drei Tüten. Ich habe ja gezeigt, ich bin gerade damit beschäftigt, den Pfeiler zu bauen. Und da haben mir einfach diese drei Teile gefehlt. Also einmal diese hier, die ein bisschen höher sind. Und dann natürlich hier ein paar Slopes, um die Wände hochzuziehen. Und dann ganz wichtig, meine Lieblingsteile hier drin, die Brick Modified. Das dürften so 300 Stück sein und gekostet haben die 20 Euro. Deswegen, ich freue mich richtig, endlich diese Brick Modified und natürlich die anderen Teile mit einzubauen. Nach einem sehr, sehr, sehr coolen Livestream später und ja, auch noch nach einer kleinen Abendsession ist die Bergwand bis da oben hin jetzt mal abgeschlossen. Ja, ich glaube, ihr habt das schon alle 100 Mal gesehen in unseren Videos. Ich werde dazu jetzt nicht so viel erklären. Nur hier lassen wir noch eine Lücke, weil hier soll noch was Bestimmtes hinkommen. Ist aber für ein anderes Update. Ihr könnt euch jetzt an die Bestellung erinnern und die Gefährtin hat natürlich auch was während dem Stream gemacht. Und ich setze es jetzt einfach erstmal dahin, wo es nachher hinkommen soll. Wir können es ja dann auch immer irgendwo anders hin platzieren. Und das ist es soweit. Und ja, Gefährtin, was genau hast du jetzt da gebaut? Ja, ich habe an meinem berühmten Pfeiler hier weitergearbeitet. Und wie man sehen kann, ist er mittlerweile schon richtig hoch geworden. Aber noch ist er nicht ganz fertig. Bedenkt, der wird ja noch so hoch. Aber erst beim übernächsten Mal, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir was wo verbinden. Auf jeden Fall sind wir schon mal sehr zufrieden, wie er jetzt ausschaut. Vor allem hier diese Seite. Die finden wir ist richtig cool geworden. Wir haben das jetzt bewusst auch etwas schlichter gehalten. Immer mal wieder abwechselnd mit solchen runden Elementen, dann wieder ein paar Grillelemente und das schließt dann weiter bis, wie gesagt, hier oben irgendwo hin.
Ich habe aber auch hier weitergearbeitet, wie man sehen kann, habe ich versucht, irgendwie einigermaßen eine Form zu kreieren. Hier sind wir eigentlich schon sehr zufrieden damit, so wie das jetzt ausschaut, einfach mit ein paar Dekorationselementen. Hier unten einfach wieder ein bisschen schlichter gehalten. Wie wir jetzt hier weiterarbeiten, wissen wir halt noch nicht, weil wir wollen entweder versuchen, das hier vielleicht noch einmal zu verwerfen, was Neues zu kreieren, kommt aber wie gesagt in der übernächsten Folge oder vielleicht in der nächsten Folge. Und natürlich müssen wir uns auch überlegen, ob wir diese beiden Elemente hier oben auch nochmal weiterführen. Die Bautechnik ist ziemlich simpel eigentlich, also der Kern besteht aus normalen Bricks und ihr könnt es da sehr gut sehen, einfach Plates mit Brick Modified und dann eben runtergezogen, also auf einer Seite schön mit Tiles gearbeitet und hier eben einfach mit Bricks nach oben. Ist ein bisschen Fummelei, aber der Trick ist wirklich gut, wenn man solche Pfeiler bauen möchte. Und zu guter Letzt haben wir noch am ersten Förderband mit Presse gearbeitet. Ihr könnt euch erinnern, letztes Mal haben wir hier sozusagen das Anfangsmodul gemacht, wo eben die Teile rauskommen. In der Mitte ist dann die sogenannte Presse, die noch nicht fertig ist. Wir kamen jetzt einfach nicht mehr dazu. Hier muss natürlich noch ein bisschen was gemacht werden. Und dann, was haben wir jetzt diesmal gemacht, ist die Endstation sozusagen. Also wo die Turinenköpfe reinlaufen. Ihr müsst euch so vorstellen, als würde sich das unten im Kreis so drehen. Und ja, erstmal haben wir uns gedacht, vorher war alles hellgrau und wir finden es eigentlich ganz cool, wenn das endet in so einem dunkelgrauen Ton, also diese ganze Anlage. Und wir haben auch mit einer Bautechnik gearbeitet, denn wenn ihr hier richtig sehen könnt, ist das hier etwas schief. Und wir kehren einmal kurz zurück, ganz oben zur Landeplattform, weil dort haben wir diese Technik auch schon benutzt und wir haben dieses Element auch einfach wieder übernommen. Wir finden es ganz cool, wenn es wiederkehrende Elemente in dem Mock gibt. Es ist ja eigentlich eine Anlage und dort baut man ja wahrscheinlich auch immer mit den gleichen Elementen. Und es ist natürlich auch immer gut, wenn man mit solchen Bautechniken arbeitet, weil Lego ja ziemlich quadratisch eckig ist und so kriegt man einfach mal einen anderen Winkel rein. Ja, hier das Design eben ganz wie anlagenmäßig, also wieder solche Grillteile, ein paar solche Teile und dann auch wieder hier Grillteile. Und dann haben wir uns überlegt, an den Seiten wollen wir auch noch etwas machen. Denn eigentlich in der Fabrik, da kennt man ja, dass dort sehr viele Kabel und weiteres herumliegt. Und da haben wir jetzt eben auch schon ein bisschen was probiert, Gefährte. Ja, wir haben uns überlegt, wir verbinden das Ganze mal etwas. Und wir haben diese coolen Kabel hier wieder gefunden. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben oben bei einem Raum auch mal so ein Teil verwendet. Und deswegen hatten wir noch ganz viele davon. Deswegen haben wir gedacht, wir bauen hier vielleicht überall so ganz kleine Anlagen, damit man das hier mit diesen Kabeln in etwa verbinden kann. Und genau das haben wir jetzt auch auf dieser Seite vor, deswegen sticht dieses Kabel hier da schon drin. Aber natürlich muss hier noch was gebaut werden. So, und das war's mal wieder mit dieser Update-Folge. Wir hoffen natürlich, es hat euch alles gefallen, was wir gebaut haben. Wir sind zu einem hier etwas weitergekommen. Es ist natürlich nicht fertig. Hier fehlt natürlich immer noch ein bisschen etwas, aber das folgt in den nächsten Folgen. Auf jeden Fall gefällt uns das Muster hier richtig gut mit diesen paar Rohren. Das ist richtig cool geworden. Dann haben wir hier am Pfeiler weitergearbeitet mit neuen Dekorationselementen. Hier diese Wand bleibt auf jeden Fall mal so. Hier, wie gesagt, wird noch ein bisschen was umgeändert vielleicht in den nächsten Folgen. Und dann haben wir zum Schluss hier noch diese kleine Kiste gebaut, wo das Ganze eben weiterverarbeitet wird. Und auch hier diese Idee ist schon mal entstanden mit diesen Kabeln. In dem Sinne würde ich sagen, schreibt gerne Kommentare unter das Video, gebt gerne Feedback. Und dann würde ich sagen, du fährst noch als kleine Info, dass nächste Woche keine Folge kommt. Da wird wieder mal eine kleine Pause eingelegt. Ihr wisst warum, weil wir eben aktuell nicht so viel Zeit haben wie früher. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir sehen uns also erst in 2 Wochen wieder mit dem Mock. Bis dahin, euer Joyforce-Team. Tschüss!